Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Ich war jetzt am Wochenende im Kino und habe mir Fantastische Fehlentscheidungen 3 angesehen. Nein, das Ding heißt natürlich The Secrets of Dumbledore, Dumbledores Geheimnisse. Ich werde jetzt ganz kurz über den Film spoilerfrei sprechen und dann, wenn ihr jetzt dann, keine Ahnung, ich werde dann den Timecode einblenden, wenn es um Spoiler geht. Der Film ist okay. Ja, es ist eine sehr skurrile Filmreihe. 2 Teile kommen noch für uns, weil es ist ja 5-teilig. Warner Brothers und J.K. Rowling, die haben sich halt da was eingebrocken. Jetzt müssen sie das tote Pferd noch irgendwie über die Finishline ziehen. Allen voran kann ich sagen, dass Mads Mikkelsen als Nachfolger von Johnny Depp, als Gellert Grindelwald, eine grandiose Performance bietet und natürlich auch in Verbindung mit Jude Laws Albus Dumbledore. Die beiden fungieren super als Antagonist, also Antagonist und Protagonist, und es wird auch endlich mal der Liebesaspekt eingebaut, der ja im Endeffekt in Teil 2 nur als zu diesem Blutschwur degradiert wurde. Also es wird schon thematisiert, dass sie sich lieben, und das finde ich ganz cool. Der optische Unterschied, dass jetzt Mads Mikkelsen obviously nicht so aussieht wie Johnny Depp, darauf ist man gar nicht eingegangen, fand ich jetzt nicht wirklich, hat mich nicht wirklich gestört. Über die technischen Aspekte, naja, da möchte ich jetzt eigentlich nicht viel sagen. Also, der Film sieht gigantisch aus, also die Effekte sind super. Natürlich hat der Soundtrack wieder, der dümpelt wieder so ein bisschen vor sich hin. Es ist zwar Mr. James Newton Howard, der hier wieder mal den Dirigentenstab geschwungen hat, aber neben diesem Hauptthema, dieses hat man da nicht sehr viel. Ich muss da natürlich noch auf die Nostalgie eingehen, weil da natürlich ab und zu mal John Williams Original-Scores rauspackt. Ansonsten Eddie Redmayne als Newt Scamander, der ein bisschen sozial verwirrter hier rumläuft, der hat mir natürlich wieder, hat mich ein bisschen genervt in diesem Teil, weil er irgendwie alles ein bisschen rauszögert, und das ist auch etwas allgemein, was ich jetzt beim Storytelling erwähnen möchte. Der Film war jetzt für mich persönlich zu lang, beziehungsweise er hat sehr viele, ich nenne es immer People Standing in Rooms Talking Passagen. Also er hat sehr viele ruhige Passagen, wo die Leute, die in den Szenen zu sehen sind, die Schauspieler können mit ihren Performances glänzen. Allerdings wird dem Film immer wieder die Fahrt genommen. Also es ist kein schnelles Pacing, was ich teilweise auch ganz gut finde. Es kommt auf die Thematik an. Aber es gibt jetzt nicht so, ja, es gibt am Anfang so eine Action-Sequenz, beziehungsweise der Film startet mit einem Gespräch zwischen Grindelwald und Jude Law. Sehr schön geworden, so als ruhiger Einstieg, aber dann lassen die Opening Credits sehr lange auf sich warten, und dann kommt erst so eine kleine Action-Sequenz, dann kommt wieder lange nichts. Und dann beginnt das große Plot-Massaker. An dieser Stelle würde ich jetzt auf Spoiler umsteigen. Allgemein hat mir der Film schon gefallen. Ich würde ihm 5 von 8 Punkten geben. Vielleicht wird es später nochmal eine 4 von 8. Es ist ein Film, den kann man sich einmal angucken. Einen großen Wiederguckwert hat er jetzt im Endeffekt nicht. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie es dann ist, wenn alle 5 Teile man da sind und man die dann in einem Wutsch gucken kann, ob sich dieser Teil ein bisschen besser in dieses Gesamtkonstrukt einpflegt. Also ich kann jedem Potter-Fan das Ding empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr das Cinema Strikes Back-Ding mit der Cold Mirror, mit der Cuddy gesehen habt, die das sehr auf den Punkt gebracht hat, als sie meinte, ja, es ist irgendwie so, als hätte ich ein Abo für eine Zeitschrift mal irgendwann mal abgeschlossen und ich bin einfach zu faul, das zu kündigen, und dann kommt eben die neue Zeitschrift in den Briefkasten und dann lese ich sie halt einfach. So ungefähr ist das auch bei mir. Ja, also die Original 8 Potter-Filme, die kann ich natürlich immer wieder gucken. Da ist meine Kindheit drin verflochten. Den ersten Fantastic Beasts, den habe ich mir in der Tat nochmal im Kontrast nach dem Kino angeschaut. Und es ist wirklich ein komplett anderes Ding. Also man hat jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass diese beiden Filme oder die 3 Filme in irgendeiner Weise zusammenhängen. Im Endeffekt beginnt die eigentliche Handlung, die jetzt in diesem Film weitergeführt wird, die beginnt eigentlich erst im 2. Teil. Der 1. Teil ist so ein gesonderter Bastard Son, und jetzt beginnt eigentlich erst die richtige Story in Crimes of Grindelwald und wird jetzt in Secrets of Dumbledore weitergeführt. Naja. Das war jetzt der spoilerfreie Teil. Ich muss nämlich über Spoiler sprechen, denn ansonsten versteht ihr meine Wertung nicht.
Erst einmal möchte ich über den Humor sprechen. Es ist jetzt ja nicht nur J.K., die da mitschreibt, sondern Steve Kloves, der ja auch schon in den Potter-Filmen mitgeschrieben hat. Man merkt seine Schreibe ein wenig. Vor allen Dingen eine Passage, das wird euch jeder sagen, der den Film gesehen hat. Das ist mitunter das Highlight des Films. Das ist, wenn Newts Bruder Theseus in einem deutschen Gefängnis eingesperrt wird. Das sind so unterirdische Katakomben. Und das ist halt so, dass es durch so Krabbenviecher beschützt wird. Und das habt ihr auch schon im Trailer gesehen. Also diese Szene ist vor allen Dingen, wir waren in einem bummvollen Münchner Kino und das war wirklich grandios, das mit, naja, mit Publikum zu sehen, weil da wirklich sehr viel gelacht wurde und die Szene ist auch genuin lustig. Über Jacob Kowalski, da müssen wir nochmal kurz drüber sprechen. Er ist wieder gut in die Handlung eingeführt worden. Also ich meine, es gibt da am Anfang so eine Szene, dass er, also da kommt eine Zauberin, die ihn dann versucht wieder zu rekrutieren. Und das ist dann so eine Story-Arc, die sich bei ihm durchzieht, dass man immer sagt, er hat so ein erfülltes Herz, ein Heart of Gold und so. Und das sagt ihm dann auch Dumbledore. Und dass er dann eine große Rolle einnimmt und so, weil er eben so ein gutes Herz hat. Und dann springen wir jetzt gleich zum Finale in diesem Tempel in Bhutan, wo sie, naja, den neuen Anführer der Zaubererwelt wählen durch so ein süßes Viech, das heißt Chile oder Chilen. Ich habe immer gedacht, das Ding heißt wie das Land, Chile oder wie das Gericht Chili, keine Ahnung, süßes Viech. Und es ist so, wenn sich dieses Viech, wir haben drei Kandidaten, also es ist so ein Asiate und eine Inderin, glaube ich, und eben noch Gellert Grindelwald, der sich da irgendwie so in die Wahl reinmogelt und er manipuliert dann die Wahl, dass dieses Viech dann sich vor ihm niederkniet und dann ist er der Anführer der ganzen magischen Welt und dann sagt er auch sofort, unser Krieg gegen die Muggel beginnt jetzt. Und natürlich steht Jacob Kowalski da auch oben auf diesem hohen Tempel. Und dann ist es so, dass er ihn vorführt und sagt, dass, ja, die sind unsere Feinde. Und ich habe gesagt, okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er Avada Kedavrat jetzt den Shit aus Jacob Kowalski, weil das ist dann so die Arc für dieses reine Herzen. Oder Queenie, die natürlich die auch direkt daneben steht, dass die sich jetzt dann in Avada Kedavra reinwirft. Und ist beides nicht passiert, also beide überleben, also der Kowalski bekommt nur ein bisschen den Cruciatus-Curse ab, aber das war's dann auch. Das Ende ist allgemein sehr antiklimaktisch, also das geht unfassbar schnell vorbei und dann ist schon so diese Epilog-Szene mit der Hochzeit von Kowalski und Queenie, da habe ich mir gedacht, ui, also der Film hat solche Längen. Und die Action-Sequenzen oder so irgendwie die Abenteuersequenzen sind weit verteilt zwischen ganz viel Talky-Talky. Und dann am Ende, wo sie dann in Bhutan sind, dann auch ewig brauchen, um zu diesem Tempel zu kommen. Obgleich da diese schöne Sequenz war mit den Koffern. Und da war es wieder schön, dass der Score von John Williams da eingeflochten wird. Wenn dieser Khan und die andere, diese neu eingeführte Figur, dann mit ihren Koffern gebastelt werden und dass die Koffer halt verzaubert sind und dass dann alles aus den Koffern rausfliegt und im Endeffekt Grindelwalds Leute fertig macht und dass dann dabei dass dann das eingebaut wird, hui, da habe ich Gänsehaut bekommen, ist natürlich ein Cheap Shot, weil Nostalgie. Nostalgie ist auch, wenn wir diese 3,5 Sekunden in Hogwarts sind, dass man natürlich wieder hört, da, 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 da. Da merkst du auf einmal so, ach ja, richtig, das ist ja Potter, oh, schön. Dann müssen wir natürlich über die Dumbledores sprechen. Also großartige Secrets werden da nicht rausgeballert. Nur dass, also halt, dass Credence der Sohn ist von Aberforth Dumbledore. Das war eine nette Idee, auch das mit dem Spiegel. Da habe ich mir am Anfang kurz gedacht, okay, wo geht's jetzt dahin mit diesem Spiegel, mit dieser Kommunikation? Aber dann ist es mir natürlich recht schnell gekommen. Das war ja auch sehr schön dargestellt. Die Dynamik zwischen Albus und Aberforth war echt schön. Vor allen Dingen, es geht ja dann auch nochmal ganz kurz um Ariana, weil das spielt ja dann auch in Hogsmeade, in dieser Taverne. Aberforth, irgendwie, der ist da, anscheinend da noch wird. Da hängt natürlich dieses Bild wieder an der Wand, das wir in Deathly Hallows sehen. Da gibt's eine
Zeile, die habe ich mir dann sofort nach dem Kino sofort aufgeschrieben. Und zwar, die war so cheesy, also die war so cringe cheese. Ich hoffe, ich habe sie noch richtig im Kopf, weil dann spricht Albus Dumbledore mit Newt über Ariana und halt wie sie umgekommen ist, dass anscheinend entweder Grindelwald oder er selber sie umgebracht hat im Streit mit dem Zauberspruch. Und dann sagt er irgend so etwas wie: An jedem Tag, wo ich atme, werde ich daran erinnert, dass sie es nicht mehr tut. Boah, Leute, Credence stirbt am Ende nicht. Und ich habe mir gedacht, irgendein Main-Character muss hops gehen. Es wird auch so angeteased am Ende in Bhutan, dass er immer so schwächer wird und so. Und ich habe mir auch gedacht, dass er sich dann irgendwie opfert. Aber nö, der ist anscheinend jetzt noch in Teil 4 dabei und opfert sich dann da oder in Teil 5 und stirbt halt noch so jetzt noch zwei Spielfilmlängen vor sich hin. Ich muss darauf eingehen, das habe ich vorhin schon gesagt, zu viele Plots. Also es gibt ein Plot-Hopping vom anderen Stern, also dass sich alle aufteilen müssen. Und ich meine, diejenigen, die jetzt den Film gesehen haben, die wissen, was ich meine, dass sich jeder diesen einen Koffer schnappt und dass dann auch jeder irgendwie unterwegs ist, weil Grindelwald ja irgendwie in die Zukunft sehen kann. Und aus dem Grund muss man ihn verwirren und dass man halt ihm falsche Pläne suggeriert. Und das ist ein bisschen, das ist convoluted Scriptwriting, also sehr konfus teilweise. Und es ist nicht zwingend konfus, aber es ist einfach zu viel, weil dadurch wird der Film auch sehr künstlich in die Länge gezogen, dass man sagt, oh, jetzt schneiden wir wieder zu der, jetzt schneiden wir wieder zu den, jetzt schneiden wir, und das Ding kommt nicht wirklich in Fahrt. Und ich habe auch absichtlich nicht auf die Uhr geschaut, weil ich habe mir gesagt, nein, Trixation, du hast dir geschworen, dass du bei einem Kinofilm niemals auf die Uhr schaust, um zu schauen, wie viel jetzt noch kommt. Weil entweder ist es so ein, oh, wir haben jetzt nicht mehr so viel, oder was, wir haben noch anderthalb Stunden übrig. Nee, also diese vielen Plots, die haben das Ding wirklich, ei, da musst du wirklich aufpassen, weil sonst, also das ist halt einfach zu viel gewesen. Und vor allen Dingen, es war zu viel vom Öden, ja. Da Gespräch, da Gespräch, da Gespräch, da Gespräch. Und da hilft es auch nicht. Also David Yates ist ja der Director. Seit, ich glaube, Orden des Phönix hat er ja den Regiestuhl übernommen. Und das ist so ein Valium-Director. Das ist Wahnsinn, wenn ihr euch mal Interviews mit ihm anschaut oder so. Das ist dann immer so, and yes, we decided to go with this. Und so ist er auch am Set. Yeah, I want you to go there. Und das tradiert sich einfach auch auf seinen Regiestil. Ab und zu habe ich mir gedacht, dass er irgendwie am Set steht und sagt, let's just put the camera here, okay. Und er versucht sich ja im Visual Storytelling, aber ab und zu macht er das, also es soll nicht so offensichtlich sein, wenn er auf irgendetwas hinweisen will, aber dass er dann teilweise so obskur auf etwas hinweist, wo dann von uns, Audience, ja, Publikum, erwartet wird so, ich hoffe, du hast das gesehen. Und dabei ist es nur so ganz, fast schon zu subtil. Dass es eigentlich nur einer checkt, der den Film jetzt schon mehrmals im Editing gesehen hat, dass das irgendwie so der Chekhovs Gun für dieses Ding dann später ist. Also beim ersten Mal hinschauen, also beim ersten Mal gucken, da kommt man da jetzt nicht sofort drauf, weil das halt so schlaftablettenmäßig so an der Seite ein bisschen obskur darstellt. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ab und zu kann der Typ Filmsprache noch nicht wirklich so zufriedenstellen. Wir müssen über die Deutschen sprechen. Ja, das hat mich sehr überrascht, dass ganz, ganz viel in diesem Film in Berlin spielt. Und es gibt eine gigantische, also das war für mich persönlich, ich habe da echt ein bisschen etwas lauter gelacht im Kino, weil man sieht auch das deutsche Zaubereiministerium. Du weißt sofort, ich habe mir gedacht, oh Gott, sie machen jetzt die deutschen Zauberer. Es ist dann so geil, wenn unsere Truppe da irgendwie durch so eine Wand durchgeht und dann sind sie am deutschen Zaubereiministerium und dann sagt Theseus, das ist das deutsche Zaubereiministerium. Harter Umschnitt auf einen riesigen Platz, der komplett mit Schnee bedeckt ist. Und hinten ist so ein schwarzes, obskures, monolithenähnliches, unpersönliches, großes Ding, so ein großer Klotz. Und da habe ich mir einfach nur gedacht, natürlich sieht so das deutsche Zaubereiministerium aus. Und dann setzen sie noch einen drauf, dass dann irgendwie Newt sagt, wir sollten nicht zu spät kommen. Und da habe ich auch gesagt, so, okay. Weil die Deutschen immer pünktlich sein müssen und so. Das ist eine schöne Praline mit Klischeefüllung, wenn sie die Deutschen etablieren. Und dass sie dann auch sagen, da haben wir eine schöne,
Ja, das ist schon fast zu on the nose. Da geht es natürlich auch um Weimar und dass sie dann halt sagen, dass Grindelwald, dass die Menschen ihm folgen werden, aber er kann nicht zur Wahl aufgestellt werden, ob seiner ganzen Verbrechen. Dann ist es allerdings so, dass dieser Typ, der, ich glaube, das ist der deutsche Zaubereiminister, dass der ihn dann freispricht von allen Crimes of Grindelwald, weil sich dann die auch unterhalten und sagen, jetzt stellen wir ihn doch einfach zur Wahl auf. Und das ist genau das Gleiche, was die Politiker damals mit Hitler gemacht haben. Ja, dass sie dann gesagt haben, ja, es ist dann so, dass wir ihn jetzt zur Wahl zulassen und dann kann er auch gewählt werden und dann können wir ihn kontrollieren. Dann gab es im Endeffekt die Machtergreifung. Und sowas Ähnliches passiert dann auch hier in The Secrets of Dumbledore. Habe ich mir gedacht, ist das zu on the nose? Also sehr subtil ist das jetzt nicht wirklich, aber es war mir auch irgendwie klar, dass sowas passiert, weil Gellert Grindelwald, der wird ja 1945 dann besiegt, soweit ich das noch im Kopf habe. Und da habe ich mir gedacht, ist das jetzt, ist das Kunst oder kann das weg? Der Film endet allerdings in dieser schönen Epilogszene mit der Hochzeit von Kowalski und Queenie. Und da sehen wir dann auch nochmal die Tina Goldstein. Die taucht im Endeffekt nur ganz kurz auf, also ist mal auf einem Foto zu sehen. Und dann bei der Zaubereiwahl, wenn dieses Chili-Viech da sich vor einem hinknien muss. Und da taucht sie dann auch auf, weil das wird irgendwie im Zauberfernsehen übertragen. Das fand ich auch ein bisschen... Ich fand das lustig, dass sie so eine Live-Übertragung haben, als wäre es das Super Bowl. Und am Ende taucht sie halt nochmal auf und dann steht sie halt dann so da im Schnee vor der Bäckerei von Kowalski und trifft dann auf Newt. Und es ist ganz schön, sie dann wiederzusehen, aber sie wurde einfach irgendwie aus dem Skript rausgeballert. Keine Ahnung, ob die Schauspielerin entweder keinen Bock hatte oder anders irgendwie andere Dreharbeiten hatte. Es wird nur am Anfang kurz drauf gehintet, irgendwie so, ja, sie haben sich getrennt. Mal wieder. Also keine Ahnung. Ist ja auch im Endeffekt scheißegal. Vielleicht ist sie in Teil 4 und Teil 5 nochmal dabei. Und jetzt ganz, wow, jetzt ist mir gerade noch was spontan eingefallen. Und zwar, als dann klar wird, dass Grindelwald, dieses Chili-Viech irgendwie, dass es halt zwei Viecher gab und die sind wahnsinnig selten. Und er hat sich das eine geholt, hat es umgebracht und im Endeffekt zu einem Zombie gemacht, dass es im Endeffekt sich dann hinkniet, wenn er gewählt wird. Also sein Plan ist auch ein bisschen so, ja, keine Ahnung, das ist so ein Plan, der funktioniert nur, wenn man das Drehbuch geschrieben hat sozusagen. Und dann, wenn das echte Chili dann auftaucht und dann ist es so, dass er halt nicht mehr gewählt werden kann und dann so halt antiklimaktisch, dass er dann einfach nur noch so rumsteht, das war total awkward, weil er ist im Endeffekt jetzt dann abgewählt und er bleibt halt dann einfach nur so stehen und schaut im Endeffekt als Statist zu, was die anderen Hauptfiguren jetzt da machen. Und dann ist es so, dass das Viecher dann nochmal losgehen soll, um sich jetzt von einem anderen hinzuknien. Und dann geht es direkt zu Albus Dumbledore und die Reaktion von Jude Law war einfach priceless. Dass er halt dann einfach, dass das Viech so zu ihm kommt und dann er sagt, oh nein, oh Gott, oh nein. Das war dich, das fand ich süß. Also allgemein Jude Law, wunderbar, wunderbar gespielt, dass er auch die Sprechweise von Michael Gambon hat. Also wir haben ihn jetzt auf Deutsch gesehen, aber ich weiß es ja auch durch Crimes of Grindelwald, dass er diese weiche Intonation von Michael Gambon, dass er das voll drauf hat. Ja. Okay, dann war es das jetzt erstmal von mir. Ich habe jetzt so ziemlich alles über den Film gesagt, was ich sagen kann. Lass mich auf jeden Fall deine Gedanken wissen. Schreib sie unten in die Kommentare. Dann, wie gesagt, viel Spaß Kino vor der heimischen Glotze. Ich bin Trixation, ich bin der Filmemann und Nox.